Hallihallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Layers of Fear. Wir haben genau 2 Uhr nachts. Und ich bin viel zu müde, um jetzt aufzunehmen. Aber ja, ich hätte auch schon vorher aufgenommen. Doch dann meinte das Spiel, sich updaten zu müssen. Was ja auch nicht verkehrt ist, denn jedes Update könnte ja bedeuten, dass ein neuer Bereich des Spiels spielbar geworden ist. Ich wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich eventuell einen Teil wahrscheinlich nochmal neu spielen darf, aber darf ich nicht, denn wir haben ja immer noch 3 Gegenstände und sind damit auf demselben Stand, wie wo wir aufgehört haben. Oh mein Gott, ich bin viel zu müde. Okay. Wandmalung. Wieso glaube ich, dass dieses Mal das Kinderzimmer drankommt? Drunk. Ja, das kommt davon, wenn man zu viel säuft. Dann tauchen in der Wohnung überall diese Wände auf, wo Drunk draufsteht. Und das ist überhaupt nicht gut für die Gesundheit. Selfish. Ja, hier ist jetzt nochmal. Ich weiß. Ja, genau, mach die Türen wieder zu. Ich denke jedes Mal, das ruckelt. Dabei ist das einfach nur unser Charakter, der ja nicht so schnell laufen kann. Die Türen verschwinden. Oh mein Gott, was ist das wieder für ein Mindfuck? Okay. Boah, mein Hals macht nicht richtig mit. Werde ich bestimmt krepieren. Übrigens müssten jetzt deutsche Untertitel da sein. Seht ihr dieses Pausenmenü? Das ist jetzt auch... Ich weiß nicht mehr, ob das vorher auf Deutsch war. Jetzt ist es das jedenfalls. Okay. Was steht da? Ignore her. Ach so, okay. Wir sollen sie ignorieren. Mhm. Ich nehme mal an. Dass das was zu bedeuten hat. Das ist der Raum, wo sie herkam. Das ist der Raum, in den sie gegangen ist. Da gehen wir nicht rein. Wenn da schon steht, ignore her. Dann sollten wir vielleicht darauf hören. Aber vielleicht heißt ignoriere sie. Okay. Wir müssen ihr anscheinend aus dem Weg gehen. Aber auch nur anscheinend. Anscheinend scheint das so zu scheinen, wie ich bereits im letzten Part von Star Wars gesagt habe. Heute ist ja der zweite Part, der zweite Tag des Dezember-Marathons. Deswegen werde ich jetzt nachher auch nochmal den Kalender aufmachen. War, habe ich sogar voll Hunger drauf gerade. Weil Schoki ist voll cool und so. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Und ich habe auch, wie bereits ein paar Mal erwähnt, keine Ahnung. Der Kronleuchter liegt auf dem Boden. Auch keine Ahnung, ob das Spiel irgendwie sich sagt, je nachdem, wo du lang gehst, ändert sich die Story. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Mhm. Ein Flachmann. Nun, da findet er schon seine Ausreden und sie fand das schon immer scheiße und eigentlich soll er doch mal auf seine Leber achten und sich mal ein bisschen besser benehmen, vor allem mit dem Kind im Haus. Ah, voll die liebe Musik. Ja, super. Schön, normalerweise sollte hier jetzt eine lesbarere Version stehen. Tut's aber nicht.
Weil Fehler. Egal, das ist ja noch halbwegs lesbar, deswegen schade nur, dass wir es jetzt auch nicht in Deutsch haben. Wahrscheinlich ist das auch zusammenhängend mit eben jenem Fehler. I had to move most of the dolls out of her room. It was getting ridiculous. You can't just throw gifts at her whenever you feel guilty for whatever it is you feel guilty for. She needs a father, not another useless distraction. Okay. Wenn du das so meinst, er wollte die ganzen Puppen wegschmeißen. Den Rest habe ich nicht so ganz verstanden, worauf er hinaus wollte. Ja. Ich weiß nicht ganz. Es ist, man kann so viele Spekulationen. Brennt das jetzt ab oder was? Alter, brennt das da jetzt gerade zu lautstark oder was? Man kann so viele Spekulationen aufstellen. Und ich bin sicher, man wird es trotzdem nicht richtig erraten. Okay. In der Richtung verschwimmt die Sicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Überall diese Stifte und überall. Das hat schon was, ja. Ich glaube, das wirkte jetzt gerade auch auf mich wie so ein alternativer Levelverlauf. Ist immer schwer zu sagen, ob das auch tatsächlich so ist oder ob es mir einfach nur so vorkommt. Aha. Da liegt aber noch ein Stein, ne? Ja. Ja, jetzt liegt er da nicht mehr, ne? Weiß ich gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Wollen wir zurück? Wir können gar nicht zurück. Tja, jetzt habe ich mich entschieden, sie zu ignorieren. Vielleicht sollte ich sie aber auch nicht ignorieren. Vielleicht ist es ja einfach das, was er getan hat. Sie dauernd zu ignorieren. Und das war nicht gut. Talking behind our backs. Aha. Aber ich weiß ja auch nicht, ob ich, wie gesagt, überhaupt die Wahl habe. Oder keine Ahnung. Nun, der Raum bringt irgendwie nichts an Input. Deswegen geht's weiter. In einen Raum, der genauso aussieht und auch nichts an Input weiterbringt. Von dort aus gehen wir in einen Raum. Ja, es wiederholt sich irgendwie. Ich glaube, dieses Phänomen nennt man Déjà-vu. Oh. Alter. Boah, so Gänsehaut. Boah. Ich glaube immer mehr, dass es sich heute in der heutigen Ausgabe um das Kinderzimmer handelt. Da läuft der ganze Alk raus. Wir haben wieder einen Grafikfehler, seht ihr das? Die Tür. Da ist ein Schatten. Alter. Was geht ab? Wo kommt das her? Soll das der Hund sein? Thank you.
und die Musik. Kronleuchter. Aha. Boah, die Musik. Ey, das Spiel zieht gerade richtig. Muss ich sagen. Hier ist nichts drin. Ich sollte mal wieder mehr untersuchen, vielleicht. Ich renne hier ja gerade so durch. Einfach, damit der Horror vorbei ist. Weil es zieht, wie gesagt. Jetzt gerade sieht es hier voll schön aus, ne? Ja, ich sag ja Kinderzimmer. Disco! Dum, 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 dum. Ja, da das Bild vom Hund. Ja, guck dir das an. Mutter tot und Kind weint darum? Oder wie soll ich das gerade interpretieren? Boah, ich bin echt gespannt auf die Auflösung. Oder ob das Spiel uns überhaupt eine Auflösung gibt und das wirklich komplett Interpretationssache ist. Das könnte ja auch sein. Ich habe einen Gegenstand. Ich brauche einen Gegenstand, liebe Leute. Wie es scheint. Alter, hier sind noch diese Puppen, ne? Wie gesagt, die wollte er ja rausschmeißen. Warte. Ja, vor allem, er ist so Künstler und die Tochter zeichnet ja auch scheinbar. Okay, hier wird sie anscheinend draußen von irgendeinem Ding beobachtet. Irgendein Geist oder so. Sie sieht Geister. Der Geist der Mutter, vielleicht. Wer weiß das schon so genau? Ah! Moment, wir haben diesen Gegenstand. Und ich schätze, dass wir den irgendwo rantun. Hier vielleicht? Hm, auf jeden Fall können wir hier ran drehen. Das ist schon mal interessant. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Es passiert ja nichts. Hallo? Nun... Ich kann daran nicht mehr drehen. Das ist Tatsache. Und ich kann dieses Ding auch nirgendwo rantun. Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin sichtlich verwirrt. Habe ich mich verbuggt, oder was? Hallo? Ich mache und bin am Tun und es lässt sich nicht nochmal drehen. Es lässt sich auch nicht weiter drehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Kurbel woanders brauche, als da drin. Wir können ja auch nicht raus. Wir können höchstwahrscheinlich auch nicht wieder zurück. Ja. Demnach muss des Lösels Rätsung innerhalb dieses Raumes sein. Aber das hier ist es scheinbar nicht. Das, was wir gesammelt haben... Ach, da. Okay. Ich versuche gerade einfach nur aufzunehmen, was da gerade passiert. Okay. Eine kaputte Familie. Talentlos.
Hush, little baby, the night is star. What? Stars fade above you, the room goes dark. Mama used to come to tuck you in. Okay. Now she's nowhere to be seen. Es ist vorbei. Sollten wir den Kreisel nehmen? Nee. Wir brauchen ja jetzt einen Gegenstand. Kind und Mama und der Vater ist in dieser anderen Welt abgeschieden mit seinen Bildern und das Gesicht ist total verzerrt, okay? Für sie scheint wohl der Vater der Böse zu sein. Ich nutze diese Gelegenheit, um den Kalender zu öffnen. Ja. Und die 2. Und hier haben wir. Für die, die das nicht mitbekommen haben, es ist ein Milka Adventskalender. Und da drin haben wir ein Schokomotorrad. Nom 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 nom. Ja, uns fehlt ja jetzt noch der Gegenstand, ne? Ah. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Okay, Haar von seinem Kind. Anscheinend. Wow. What? Vorher war da hier noch ein lieber Hund. Ja, okay, ganz leicht kann man ihn noch rauserkennen. Hm? Sie bringen auch mal Schreckmomente, nachdem man schon fertig war. Boah. Auch überall diese Puppen. Ja, sieht so aus, als hätten wir es dann jetzt für diese Folge auch wieder, ne? Boah. Und was wird's jetzt? Mhm. Es sieht auch jedes Mal komplett anders aus und immer noch immer weniger nach dem, was es vorher mal war. Habe ich das Gefühl. Also, es ist nicht so, als ob immer Teile des Bildes dazukommen, sondern es wird einfach von einem Bild zu einem komplett anderen jedes Mal. Hat aber auch irgendwie was, ne? Nun würde ich sagen, das war's für diese Folge. Kriegst du das nicht auf? Bist du nicht stark genug? Sind doch nur Puppen drin. Was hast denn du? Gone heißt das nächste Kapitel. Das machen wir beim nächsten Mal wieder. Das hier ist ein Format, was nicht so regelmäßig kommt, weil halt es ist ein relativ kurzes Spiel. Deswegen, falls das jetzt immer ein bisschen selten kam und so, das liegt unter anderem daran. Ich möchte mir das so ein bisschen einteilen auch. Und ja, ist halt so. Dann sehen wir uns wie gesagt beim nächsten Part. Bis dann. Ciao.